Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu unserer Serie Vom Schatten zum Licht. Prophetie mit Jesus sicher in die Zukunft. Live auf www.prophetie-prophetie.ch und www.joelmedia.de. Ein ganz besonderes Willkommen gilt allen, die jetzt aus der Stadt oder dem Kanton Bern zuschauen. Ursprünglich sollte diese Serie ja in dieser Woche in Bern stattfinden. Dort ist viel Werbung gemacht worden. Leider aufgrund der momentanen Beschränkungen im Kanton Bern bezüglich des Coronaviruses ist es nicht möglich, diese Serie vor Ort zu gestalten. Umso schöner ist es, dass wir jetzt durch das Internet, durch den Livestream auf verschiedenen Kanälen gleichzeitig miteinander studieren können und dass wir gemeinsam diese Serie jetzt in der Schweiz, in Österreich und auch in Deutschland erleben können. Was erwartet uns in dieser Serie? Zunächst einmal wird es nicht einfach um seichte Unterhaltung gehen. Es geht um das Wort Gottes. Denn dieses Wort Gottes, die Bibel, lässt sich nicht durch einen Lockdown, den wir jetzt momentan ab morgen in Deutschland haben werden, oder durch andere Maßnahmen einschränken. Vielleicht können wir uns nicht tatsächlich buchstäblich sehen, aber wir können über das Internet gemeinsam das Wort Gottes studieren. Wir wollen uns fragen, welche Hoffnung es in diesen so merkwürdigen Zeiten gibt. Wir wollen gemeinsam nachdenken. Wir leben in einer Zeit, in der man sehr viel Information bekommt. Ja, man bombardiert wird mit Informationen. Ich möchte Sie alle, die Sie jetzt live zuschauen, wo auch immer Sie sind, einladen, nachzudenken, mitzudenken. Nicht alles automatisch zu glauben, was ich jetzt hier referieren werde. Das Thema, um das es geht in den nächsten Tagen, ist ein Thema, das uns alle betrifft. Ein Thema, bei dem es sich lohnt, tiefer nachzudenken, sich Gedanken zu machen. Es ist auch ein Thema, das sehr persönlich ist. Jeder von uns hat eine andere Geschichte, einen anderen Hintergrund, andere kulturelle Werte vielleicht. Was wir lesen und gemeinsam durchdenken wollen, spricht uns auf verschiedene Art und Weisen an. Und so möchte ich jeden einladen, ganz persönlich zu überlegen, was er oder sie aus dem Gesagten für sich mitnehmen kann. Und es soll eine Serie sein, in der nicht nur ich sie anpredige. Nein, es soll eine Serie sein, die interaktiv ist. Und wir werden die Gelegenheit haben, während des Vortrages in einem Chat auch Fragen entgegenzunehmen. Wir werden hier in diesen Vorträgen am Anfang und am Ende der Sendung an jedem Abend ein paar Fragen direkt beantworten. Andere werden später dann vielleicht auch elektronisch persönlich beantwortet werden. Niemand, der eine Frage stellt oder einen Kommentar geben möchte, soll unbeachtet bleiben. Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören. Sie können direkt im Live-Chat auf der Seite www.bibel-prophetie.ch Ihre Fragen loswerden oder auch auf YouTube, wenn Sie direkt auf YouTube eingeschaltet sind, dort im Chat entsprechend sich beteiligen. Wir freuen uns auf das Feedback und wir sind schon gespannt, von Ihnen zu hören. Das Thema heute am Abend, mit dem wir beginnen wollen, ist Corona, Christus und du. Hoffnung für eine Gesellschaft in Angst. Und bevor wir damit beginnen, wollen wir unseren himmlischen Vater einladen, dass er zu uns spricht und uns etwas mitteilt, das wir heute hier im Jahre 2020 so dringend benötigen. Lassen Sie uns gemeinsam kurz beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen für diese wunderbare Gelegenheit, über dich etwas zu erfahren und in dieser Zeit, in der wir leben, Hoffnung und Orientierung zu bekommen. Ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, dass du durch deinen Heiligen Geist zu jedem Einzelnen von uns sprichst, ganz egal, wo wir uns gerade befinden. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe den Eindruck, unsere Welt steht völlig Kopf. Die Welt, die wir noch so gut kannten, als wir am 1. Januar 2020 aufgestanden sind und uns vielleicht Gedanken gemacht haben, was dieses Jahr wohl so bringen wird, diese Welt kennen wir irgendwie nicht mehr wieder.
Unsere Welt ist völlig auf den Kopf gestellt. Und zwar in allen Bereichen, politisch, wirtschaftlich, religiös, sozial, alles wird bestimmt von diesem einen Thema, Corona. Corona hat uns ganz fest im Griff, ganz egal, ob im öffentlichen oder im privaten Leben. Ich weiß gar nicht, können Sie das Wort Corona überhaupt noch hören? Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich diesen Vortrag heute Abend anhören möchte, diese Sendung eingeschaltet hat, weil er wissen will, ob es vielleicht noch wieder neue Informationen zu diesem ominösen Coronavirus gibt. Dieses Thema ist ja hoch umstritten. Kaum ein anderes Thema spaltet die Gesellschaft, und zwar nicht nur in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland, ja auf der ganzen Welt, wie dieser kleine unsichtbare Virus. Das Spektrum reicht auf der einen Seite, auf dem einen Extrem von den Menschen, die solch eine Panik haben, solch eine Angst vor dem Virus, dass sie sich am liebsten einschließen und mit niemandem Kontakt haben wollen. Auf der anderen Seite des Pendels, auf der anderen Seite des Spektrums, haben wir Menschen, die leugnen, dass es überhaupt ein Coronavirus gibt. Mit einer ganz großen Bandbreite an differenzierten und unterschiedlichen Zwischentönen. Eins verrate ich Ihnen heute Abend gleich am Anfang. Was meine persönliche Meinung ist, politisch und epidemiologisch, das werde ich Ihnen nicht verraten. Und ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. Ich glaube, dieses Thema ist unglaublich wichtig, aber es führt uns zu einer viel wesentlicheren Frage. Denn ganz egal, wo wir uns auf diesem gerade skizzierten Spektrum verorten, politisch und gesellschaftlich, ganz egal, wo unsere persönliche Meinung einzuordnen ist, etwas haben wir eigentlich fast alle gemeinsam. Ganz egal, ob wir unsere Corona-Infos von der Tagesschau bekommen oder von alternativen Medien. Wir alle suchen nach der Wahrheit. Wir wollen wissen, was wirklich wahr ist. Da gibt es die einen, die vertrauen den offiziellen Statistiken. Andere meinen eher den alternativen Statistiken vertrauen zu können. Was alle gemeinsam haben, obwohl sie scheinbar so konträre Positionen vertreten. Alle möchten wissen, was ist wirklich wahr. In einer Welt, in der so viel auf den Kopf gestellt wird, solche Einschränkungen in unserem Leben eingetroffen sind, wollen wir wissen, was ist Wahrheit. Und wenn die Zeit, die wir damit beschäftigen, uns Informationen zu bekommen, Videos anzuschauen, weiterzuleiten, auszuwerten und darüber auszutauschen, wenn das ein Gradmesser ist, wie wichtig uns dann ist, wie wichtig uns das Thema ist, dann glaube ich, dass das Thema, was ist Wahrheit, uns alle schwer beschäftigt. Vielleicht hat sich jemand gefragt, was hat Jesus Christus mit dem Coronavirus zu tun? Gute Frage. Interessant ist, dass die Gesellschaft, in der Jesus lebte, vor etwa 2000 Jahren, ganz ähnlich zersplittert war in verschiedene Gruppierungen und gleichzeitig so einen tiefen Durst, ein tiefes Verlangen nach Wahrheit hatte, nach Orientierung. Damals gab es noch kein YouTube. Und doch waren die Menschen auf der Suche nach der Wahrheit. Sie gingen damals nicht zu YouTube, sie gingen an den Jordan. Und dort, an diesem Fluss, dort gab es den größten Influencer der damaligen Zeit. Jemand, wenn er heute leben würde, er hätte Follower ohne Ende auf Twitter und auf allen anderen sozialen Medien. Sein Name war Johanan. Wir kennen ihn heute als Johannes den Täufer und zu ihm kamen alle Menschen. Wenn er heute Videos machen würde, sie hätten Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Klickzahlen, ja vielleicht in die Millionen. Die Menschen damals wollten wissen, was ist los mit ihrer Gesellschaft? Was ist Wahrheit? Wir lesen Matthäus 3, Vers 5, da zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze umliegende Gebiet des Jordan, denn die Menschen hatten Fragen, sie hatten Probleme und die hatten durchaus etwas mit dem Wort Corona zu tun. Ja, sehr wohl.
Schon zur Zeit von Jesus war das Wort Corona bekannt. Damals nicht als wissenschaftliche Bezeichnung eines Krankheitserregers, aber das Wort Corona war schon lange in aller Munde. Es ist ein lateinisches Wort und es meint Krone. Und als Jesus lebte, war das Land, in dem er lebte, unter der Krone, unter der Corona des römischen Imperiums. Die Kaiser, die Corona Civica trugen, die als Kaiser die ganze Welt, die man damals kannte, unter ihrer Kontrolle hatten oder entsprechend beherrschen konnten, die hatten ihre Macht auch mitten in Judäa offenbart. Durch Statthalter und Prokuratoren herrschten sie mitten dort und das mit einer absolut brutalen Gewalt. In Judäa, zur Zeit von Jesus, gab es keine Demokratie. Wer aufbegehrte gegen die Militärherrschaft der Römer, wurde blutig niedergeschlagen. Auch damals beschwerten sich Menschen darüber, dass ihnen Freiheiten genommen worden sind. Nicht wie heute mit der Begründung einer Pandemie und dem Schutz von Risikogruppen. Nein, mit der simplen Logik des Aggressors wurden Menschen gezwungen, Arbeiten zu tun, die sie nicht tun wollten. Wurden Menschen gezwungen, sich dem Staat zu unterwerfen. Jede Rebellion wurde blutig niedergeschlagen. Seit den Tagen von Gnaeus Pompeius Magnus, der einen Triumphzug in Rom gefeiert hatte, weil er den ganzen Osten unter seine Kontrolle gebracht hatte, der deswegen die Corona Triumphalis getragen hatte, war das Land unter römischer Kontrolle. Fast 90 Jahre mittlerweile schon. Und das hatte weitreichende Folgen. Den Menschen ging es schlecht, auch wirtschaftlich. Denn die Römer trieben Steuern und Abgaben mit einer Härte ein, die einen wirklich den Atem verschlagen konnte. Damit nicht genug. Es gab viele im Volk Israel unter den jüdischen Bewohnern, die mit dem System kollaborierten und die als Zöllner noch extra Steuern für sich in Anspruch haben, die mehr verlangten, als eigentlich schon die hohen Steuerabgaben es nahelegten. Viele Menschen verloren ihren Besitz, litten finanziell, ökonomisch unter dem System. Sie konnten es nicht mehr ertragen. Und dann gab es, auch wie heute, eine große gesundheitliche Krise. Viele Menschen litten an schweren Krankheiten. Gerade der Aussatz, eine hoch ansteckende Krankheit, war wie eine Plage in der damaligen Zeit. Mit all diesen Fragen, wie es weitergeht mit der Gesellschaft, mit dem Staat, kamen diese verschiedenen Menschen zum Jordan und wollten Antworten haben. Da gab es die verschiedensten Gruppen. Da gab es diejenigen, die mit den Römern kollaborierten, die den Zeitgeist der Griechen aufgesogen hatten. Das waren die sogenannten Sadduzäer. Sie wollten mitmachen und förderten all die Maßnahmen Roms. Da gab es diejenigen, die kritisch waren, die dagegen ankämpfen wollten, die nationalistisch und patriotistisch gesinnt waren. Das waren die Pharisäer. Dann gab es einige, die im Untergrund versuchten, mit Gewalt etwas zu bewirken. Das waren die Zeloten. Dann gab es Menschen, die waren ganz unpolitisch. Die hatten einfach nur Not und Sorgen, Fragen. Denen ging es einfach schlecht. Die kamen dort zum Jordan, um diesen Johannan, diesen Influencer zu hören, dessen Meinung in ganz Judäa bekannt gewesen ist. Und sie alle hatten eine Hoffnung. Sie hatten eine Hoffnung, dass er kommen würde, von dem die alten Propheten seit Jahrhunderten gesprochen hatten, der die Krone, die Corona tragen würde und endlich die Römer vertreiben würde. Wäre vielleicht dieser Johannan, wäre dieser Johannes vielleicht derjenige, der genau dieses Problem lösen könnte, war er vielleicht der Verheißene? Wir werden im Laufe unserer Vortragsserie, unserer Sendung hier, in den nächsten Tagen noch mehr auf diese Prophezeiungen zu sprechen kommen, die so im Hinterkopf der Menschen gewesen sind. Aber an einem Tag, als wieder eine große Anzahl an Leuten dort versammelt war, gab eben dieser Johannes eine bemerkenswerte Antwort. Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser,
Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist. Und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Als alle auf Johannes schauten, sagte ihnen, ob es glaubt oder nicht, mitten unter euch, direkt in eurer Gegenwart, ganz nahe, ist der, auf den ihr wartet. Wahrscheinlich haben sich die Menschen umgeschaut, umgedreht, geguckt. Wer soll es denn sein? Sieht ja irgendjemand groß, schön, reich, mächtig aus. Das Bemerkenswerteste war, niemand meldete sich. Niemand hob seine Hand und sagte, ich bin's, folgt mir nach. Johannes der Täufer sah den Christus, den Gesalbten, den König Jesus, mitten in der Volksmenge. Und er sagte, er steht ganz nahe bei euch. Und die Frage, die wahrscheinlich auch Johannes sich stellte, war, was wird Jesus zu all diesen Problemen sagen? Was würde Jesus sagen, wenn er heute im Jahre 2020 leben würde? Was würde Jesus zur Corona-Krise sagen? Welcher politischen Partei würde er beipflichten? Welche Position würde er einnehmen in den großen Debatten unserer Zeit? Die größte Überraschung gleich heute Abend ist, Jesus sagte nichts. Gar nichts. Er schwieg. Und zwar nicht nur für 2 Minuten oder 5 Minuten, um ein bisschen Demut zu zeigen. Er schwieg den ganzen Tag. Ich weiß nicht, was du persönlich glaubst, lieber Freund, liebe Freundin, was Jesus zu unserer Zeit sagen würde. Wenn ich dieses Buch, die Bibel, richtig lese, würde Jesus zuerst einmal gar nichts sagen. Warum das? In Jesaja 42 war von ihm vorhergesagt worden, er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Damals gab es schon viele, die auf sich aufmerksam machen wollten, die sagten, wir sind es ja und wir sind so wichtig und folgt uns nach. Heute gibt es viele, die um Aufmerksamkeit buhlen, aber Jesus war ganz anders. Er hat sich nicht in den Vordergrund gedrängt. Und damit offenbart er uns etwas, das uns vielleicht auf den ersten Blick irritiert. Die Bibel sagt über Gott, fürwahr, du bist ein Gott, der sich verborgen hält. Du Gott Israels, du Erretter. In einer Zeit, in der Menschen ganz orientierungslos sind und Antworten suchen, würde man nicht erwarten, dass Gott, der im Himmel herrscht, mit Patentrezepten um sich schmeißt und uns sagt, so sollt ihr leben, das sollt ihr machen, hier bin ich, folgt mir alle nach. Selbst der biblische Prophet hatte den Eindruck, Gott hält sich verborgen. Er schweigt erstmal. Und das sollte uns stutzig machen. Warum ist das so? Nun, eins ist sicher. Wenn wir in die Natur hineinschauen, dann haben wir alle schon gemerkt, irgendwo ganz tief in der letzten Kammer unseres Herzens, es muss irgendetwas geben. Es muss mehr geben. Die Schönheit und die Pracht, die Majestät, die wir in der Natur sehen, zeigt uns, es muss eine höhere Macht geben, einen Gott, der Sinn stiftet. Und das kommt nicht von ungefähr. In Prediger Kapitel 3 und dort Vers 11 lesen wir, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Wir alle haben den Drang, den Wunsch nach Ewigkeit. Wir wünschen uns in unserem Herzen eigentlich Ewigkeit. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang an ergründen kann, was die biblischen Schreiber uns versuchen zu vermitteln ist, wir können Gott nicht völlig ergründen, wir können ihn nicht völlig erfassen und trotzdem haben wir in uns so ein Sehnen nach Frieden, nach Liebe, nach Harmonie und nach Ewigkeit. Dieser Gott, der sich verborgen hält, der nicht gleich an die erste Front prescht und mit den Ellbogen sich Platz macht,
der sich bescheiden zurückhält, der sagt im selben Kapitel, Jesaja 45, wo es heißt, du bist ein Gott, der sich verborgen hält, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Wie soll man sich zu einem Gott wenden, der sich verborgen hält? Wie soll man die Lösung der Probleme wie damals in der Zeit von Johannes dem Täufer erkennen, wenn der, der dort mitten unter uns ist, sich nicht zu erkennen gibt? Das ist eine wichtige Frage. Eine Frage, die uns alle etwas beschäftigen sollte. Einige Jahre, nachdem Jesus hier auf der Erde gelebt hat, kam Paulus, eine wichtige Figur im Neuen Testament, nach Athen. In Athen gab es sehr viele, sehr gebildete, sehr intellektuell und philosophisch ausgebildete Menschen. Und viele glaubten an eine große Zahl an Göttern. Und als Paulus dort umherging, auf dem Areopag in Athen, fand er neben all den verschiedenen Altären von Athena und von Zeus und Hermes und wie sie alle hießen, auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Und er realisierte, dass diese Athener trotz ihren Werten, die sie seit Generationen hatten, und trotz den religiösen Vorschriften, die ihnen beigebracht worden sind, von Kindesbeinen an, dass sie irgendwie ahnten, da gibt es etwas Höheres. Einen Gott, der anders ist als die Götter, die sie so aus der Mythologie kannten. Einen Gott, der irgendwie da ist, aber merkwürdig, unbekannt, sich nicht richtig zeigt. Und Paulus greift das auf und sagt, genau diesen Gott möchte ich euch zeigen. Und zwar so. Es heißt etwas später im selben Kapitel, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Eine sehr simple Methode. Tasten? Ich weiß nicht, wer von uns mal als Kind bei einem Kindergeburtstag ein Spiel gespielt hat, wo einem die Augen verbunden worden sind und man dann so blind nach einem Topf schlagen musste. Das Spiel Topf schlagen war früher, als ich noch ein Kind war, ein Renner. Ich weiß nicht, ob das heute noch gespielt wird. Man ist blind und man schlägt nach einem Topf und in der Regel ist es so, dass dann die anderen Kinder den Topf ganz weit weg irgendwo in der letzten Ecke des Raumes verstecken und man schlägt und schlägt und hat das Gefühl, man wird nie einen Topf finden. Viele Menschen glauben, dass es so mit Gott ist. Vielleicht gibt es einen Gott in der letzten Ecke des Universums und wenn jemand richtig viel Zeit hat, Theologie studieren kann oder alle verschiedenen Kurse, die es gibt, ausprobieren kann, wenn jemand einen Guru findet, der ihm erleuchtet, irgendwie wird er vielleicht dann zu Gott finden, aber für die meisten ist es zu anstrengend, zu weit, zu kompliziert, keine Zeit. Aber Paulus sagt uns, der Topf ist ganz nahe. Alle, die anfangen, mal rechts und links zu tasten, können ihn finden. Ich weiß nicht genau, was du, lieber Freund, liebe Freundin, so religiös weltanschaulich denkst. Für die allermeisten Menschen ist Weltanschauung und Religion das, was sie von ihren Eltern geerbt, gelernt, beigebracht bekommen haben. In der Gesellschaft, in der sie aufgewachsen sind. Die meisten Menschen in Saudi-Arabien sind Wahhabiten. Die meisten Menschen in Nordkorea sind Atheisten. Die meisten Menschen in Italien sind Katholiken und das liegt nicht daran, dass jeder einzelne von denen sich nach intensivem Studium oder nach viel Nachdenken sich ausgerechnet für diese Religion entschieden hat. Die allermeisten Menschen folgen ihrer Weltanschauung und ihrer Religion dem, was andere ihnen gesagt haben. Ich möchte Ihnen heute Abend einen Vorschlag machen. Das ist nicht besonders sinnvoll. Es wäre doch viel sinnvoller, mal selbst zu tasten. Zu gucken, ob das stimmt, was ich denke und glaube. Und mal zu schauen, ob es diesen Gott, der sagt, dass er ganz nahe ist, obwohl er sich verborgen hält, ob es den wirklich gibt. Genau das war der Ansatz, den Johannes der Täufer dort in dieser Zeit der Krise den Menschen weitergab. Als sie alle dort standen und sich fragten, wer wird uns retten von den Römern? Wer wird uns retten von diesen ganzen freiheitsberaubenden Maßnahmen? Wer wird uns retten von den ganzen Problemen? Zeigt er mit dem Finger mitten in die Menge
und sagte: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Am Tag zuvor hat er nur gesagt: Mitten unter euch steht einer. Das ist ein bisschen mysteriös. Aber am nächsten Tag identifizierte ihn ganz eindeutig: Siehe das Lamm Gottes, er ist es. Das Bemerkenswerteste war, dass obwohl hier ganz viele Menschen waren, wahrscheinlich zigtausende, die alle nach Wahrheit suchten, aus verschiedensten politischen und gesellschaftlichen Schichten kamen, dass aus all diesen Gruppen, Achtung, niemand diesem Jesus folgte. Niemand. Könnte es sein, wenn heute Jesus leben würde hier auf dieser Erde und man ihn als die Lösung des Problems artikulieren würde, ihn präsentieren würde, dass die meisten Menschen, die jetzt Zeit und Energie investieren, um die Wahrheit herauszufinden, vielleicht sich fragen würden: Jesus, der soll es sein, der soll die Lösung für unsere Corona-Krise-Probleme sein? Die Menschen damals sahen nur einen ganz einfach gekleideten Mann, sah aus wie ein Zimmermann aus Galiläa, nichts Besonderes. Gott hält sich verborgen. Wir müssen uns die Frage stellen, warum. Am nächsten Tag, am dritten Tag, hat Johannes das nochmal gesagt. Er, zu dem alle kamen, hatte eigentlich nur eine Bürde, nur einen Wunsch. Er wollte den Menschen Jesus zeigen. Und sagt er wieder: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und zwei Menschen von all denen, die sich für die Wahrheit interessiert haben, ganz egal aus welcher gesellschaftlichen und politischen Schicht, nur zwei Menschen waren bereit, mal zu tasten. Die Pharisäer waren gekommen und haben gedacht: Wir bleiben Pharisäer. Die Sadduzäer waren gekommen und haben gedacht: Wir bleiben Sadduzäer. Die Zeloten waren gekommen und haben gesagt: Wir bleiben Zeloten. Die Menschen kamen mit ihren Sorgen und Nöten, aber waren nicht bereit, mal nach links und rechts zu tasten, ob es mehr gibt, als sie so in ihrem eigenen Kopf sich bisher zusammengesponnen haben. Zwei Menschen waren dazu bereit. Lieber Freund, liebe Freundin, ich würde mir so wünschen, dass du heute zu den Menschen gehörst, die sich heute entscheiden, mal nach links und rechts zu tasten, mal selbst diesen Jesus kennenlernen zu wollen. Die beiden Jünger, so lesen wir, hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, als Jesus sieht, dass da zwei Menschen hinter ihm hergehen, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Was für eine interessante Frage. Wenn Jesus heute hier leben würde, in dieser Corona-Zeit, und du die Gelegenheit hättest, ihn mal zu sprechen, ja, vielleicht mit ihm eine Chatnachricht auszutauschen, ihn über Zoom mit ihm zu sprechen, was würdest du ihn fragen? Was wäre auf deinem Herzen? Was wären die Dinge, die du loswerden wollen würdest? Was sucht ihr? Eine Bestätigung für eure Meinung? Noch mehr Hintergrundinformationen, die keiner gehört hat? Was suchst du, lieber Freund, liebe Freundin? Diese beiden Jünger hatten eine interessante Antwort. Sie sagten: Wo wohnst du? Wir würden nicht gerne einfach nur Informationen von dir bekommen. Nicht einfach nur noch eine neue Statistik über wie viele Römer hier im Land sind. Sie wollten Jesus kennenlernen. Denn wenn man fragt, wo wohnst du, dann möchte man ihn zu Hause besuchen. Wenn man jemanden zu Hause besucht, dann lernt man ihn richtig kennen. Sie wollten die Person, den Menschen, Jesus kennenlernen. Und Jesus sagte damals etwas, was noch heute gilt, nämlich: Komm und seht. Komm, schau, komm mit. Lieber Freund, liebe Freundin, wenn du Jesus kennenlernen möchtest, dann sagt Jesus auch heute: Komm und sieh. Einige Jahre später stand Jesus vor einem anderen Menschen. Es war kurz vor seinem Tod. Er stand vor Pontius Pilatus, dem Prokurator von Judäa. Er war angeklagt worden. Und ohne in alle Details zu gehen, wir werden im Laufe der Serie noch ein bisschen mehr darauf eingehen, sehen wir hier folgende Frage, die Pilatus ihm stellt: Bist du der König der Juden? Und interessant ist, wie Jesus mit ihm hier redet. Er sagt in Vers 34, Jesus antwortet ihm: Redest du das von dir selbst aus oder haben es dir andere von mir gesagt? Jesus wünscht sich, dass wir darüber nachdenken,
ob unsere Meinung von Gott und unsere Meinung von Jesus und unsere Meinung von der Bibel unsere eigene ist oder ob wir nur das wiedergeben, was wir von Eltern, Kirche, Schule, Uni, Wikipedia oder sonst irgendwoher gelernt haben. Was glaubst du über Jesus? Und glaubst du das, weil du selbst getastet hast? Oder weil du einfach nur etwas wiedergibst, was andere dir gesagt haben und es erschien dir plausibel? Pilatus antwortet, bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die obersten Priester haben dich mir ausgeliefert. Was hast du getan? Und Jesus gibt jetzt einen Satz, der uns hilft zu verstehen, worum es ihm wirklich ging. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft. Jesus macht hier deutlich, dass er ein weiterreichenderes Anliegen hatte. Dass es ihm nicht nur um diese Welt ging. Und das müssen wir ein bisschen besser noch verstehen. Pilatus fragt ihn und sagt zu ihm so bist du also ein König? Jesus antwortet, du sagtest, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wir haben gesehen, dass am Jordan viele Menschen Wahrheit schrien und Wahrheit wissen wollten, aber eigentlich nicht wirklich der Wahrheit dann folgten. Dieser Satz hier in Johannes 18 ist berühmt. Er ist gefunden worden auf dem ältesten Manuskript, das es aus neutestamentlicher Zeit gibt. In Manchester liegt es, habe das mal vor einiger Zeit selbst mir anschauen können. Datiert auf ungefähr 125 nach Christus, nur wenige Jahre nach Abfassung des Johannesevangeliums wohl geschrieben. Und man sieht hier auf der Folie eingeblendet, sieht man dann noch die Worte links auf der zweiten Zeile, sieht man noch ein bisschen von Kosmon für Welt und auf der dritten Zeile dann rechts sieht man noch die Buchstaben von Wahrheit, Erläuteros. Und dieses Manuskript zeigt uns, dass dieses Gespräch wirklich stattgefunden hat. Ja? Für die biblischen Geschichten haben wir wirklich gute und sehr umfangreiche Zeugnisse. Wir könnten da noch sehr viel mehr ins Detail gehen, aber ich möchte eigentlich bei diesem Thema, bei dieser Geschichte hier bleiben. Jesus wird gefragt, und das ist der nächste Vers dann, was ist Wahrheit? Und nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus. Pilatus stellt ihm jetzt diese entscheidende Frage, was ist denn die Wahrheit, von der du hier sprichst? Was ist die Wahrheit, die du sagen möchtest, die du predigen möchtest? Was ist Wahrheit? Und er steht vor Jesus und dreht sich um und geht weg. Das war das Dümmste, was er machen konnte. Er sagt dann später, ich finde keine Schuld an ihm. Offensichtlich, denn Jesus war schuldlos. Er hatte eine richtige Meinung von Jesus, wollte die Wahrheit wissen und kam doch nicht ans Ziel. Warum? Er fragte Jesus, hörte aber nicht mehr zu, was dieser zu sagen hatte. Wie viele Menschen stellen vielleicht Jesus eine Frage und sagen, was ist denn Wahrheit? Was muss ich denn tun? Und haben sich dann ihr eigenes Bild gemacht und drehen sich wieder weg. Nimm dir Zeit, lieber Freund, liebe Freundin, nimm dir Zeit, um Jesus kennenzulernen. Denn er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist die Wahrheit. Und als der Pilatus vor Jesus stand, da stand er vor der Wahrheit, stellte die richtige Frage, aber ging dann wieder weg. Die Wahrheit, die Lösung war ihm näher, als er dachte. Und da war Pilatus nicht der Einzige, wie wir gesehen haben. Die meisten Menschen, die Johannes zuhörten, waren nicht bereit, Jesus nachzufolgen, obwohl er so nahe bei ihnen war. Ist es vielleicht so, dass Gott viel näher uns ist, als wir glauben, wir aber nicht bereit sind, ihn kennenzulernen? Auch mitten jetzt in dieser Corona-Krise? Diejenigen, die einmal getastet haben, die Jesus kennenlernen wollten, konnten sagen, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit,
als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Der Johannes, der einer von den beiden gewesen war, der dort Jesus nachgefolgt war, konnte sagen, wir haben diese Wahrheit erlebt, wir haben sie gefunden. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich bin christlich aufgewachsen und habe die christlichen Lehren kennengelernt. Aber erst als ich angefangen habe, mir selbst die Frage zu stellen, ist das, was mir Eltern und Kirche beigebracht haben, ist das wirklich wahr? Als ich angefangen habe zu tasten, als ich ihn persönlich kennenlernen wollte, habe ich überhaupt erstmal realisiert, wirklich, dass Gott existiert und dass er wirklich Wahrheit offenbart. Jesus sagte zu den Menschen damals, und ich glaube, er sagt das heute noch zu uns, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Vielleicht haben wir Nöte, weil wir nicht wissen, wie wir finanziell über die Runden kommen sollen, weil wegen Corona es nicht mehr reicht. Vielleicht ist unser Geschäft auf dem Weg zum Bankrott. Vielleicht haben wir Menschen, die krank geworden sind und wir fürchten uns, wenn wir in die Zukunft schauen. Vielleicht machen wir uns Sorgen über die politischen Systeme und befürchten, dass vieles sich verändert und wir sind beladen mit Gedanken, ob unsere Kinder noch in einer freien Welt aufwachsen werden. Egal, was uns in dieser Corona-Krise bewegt, wir können damit zu Jesus kommen. Er sagt, ich will euch erquicken. Das ist ein altes Wort, ein altes deutsches Wort, um zu sagen, ich will euch wieder lebendig machen, ich will euch wieder Freude geben, ich will euch wieder erfrischen. Es heißt, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Manchmal gibt es Menschen, die beten und erzählen Gott alle ihre Sorgen und nehmen dann ihre Sorgen wieder mit. Aber die Bibel ermutigt uns, all das, was uns in dieser Zeit nervt, was uns besorgt macht, was wir nicht tragen können, egal ob persönlich oder politisch oder in welcher Art und Weise, dass wir das nehmen und auf Gott werfen. Das ist das, was Jesus heute sagen würde. Er würde zunächst einmal sich sehr zurückhaltend präsentieren, aber würde den einzelnen Menschen einladen. Lern mich kennen und wirf alle deine persönlichen Sorgen auf mich. Er sagte seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wir leben in einer Zeit, in der Panik regiert. Aber Jesus sagte, euer Herz erschrecke nicht. Seine vielleicht wichtigste Botschaft überhaupt, die gab er, als er auf einen Berg stieg. Von dort den Menschen erklären wollte, warum er gekommen war und was die Lösung für ihre Probleme sein würde, auch für die Corona-Krise. Und die Antwort, die Lösung, ist so unglaublich, dass man eigentlich zweimal lesen muss. Es heißt hier in Matthäus 6, seht die Vögel des Himmels an. Sie sehen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheune und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Die ganze Gesellschaft war in der Krise. Und Jesus lud sie ein, Vögel zu beobachten. Die Menschen warteten auf einen Aufruf, endlich gegen die Römer zu gehen. Und Jesus sagt ihnen eigentlich mit meinen Worten, macht einen Waldspaziergang. Einen Waldspaziergang? Das heißt weiter, und warum sorgt euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Was Jesus heute in der Corona-Krise sagen würde, wäre, kauft euch mal Blumen und schaut sie an. Geht mal in den Wald und schaut euch die Natur an und denkt nach, fangt mal an zu tasten. Wir haben ja gesehen, Paulus sagt, Gott ist nicht fern von uns. Wir müssen nicht erst einen Kurs in Theologie gemacht haben, um ihn kennenzulernen. Gott ist so nah, er zeigt sich in der Natur. Denn sein unsichtbares Wesen, sagt der Paulus, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch
Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Nun, wenn wir überhaupt mal in dieser Zeit, in der wir uns fast nur noch über Internet und über Zoom und über digitale Medien miteinander vernetzen, wenn wir überhaupt noch Zeit haben, mal in die Natur zu gehen, dann reicht es meistens nur für ein erfreutes Seufzen, so im Sinne von, ach, wie schön, wie wohltuend, wie gut. Aber die Bibel ermutigt uns, ein bisschen mehr zu tun, nachzudenken, die Schönheit der Natur anzuschauen und sich zu fragen, warum ist das so, wie es ist? Zwei Dinge können wir erkennen, wenn wir die Natur betrachten, und Natur gibt es überall. Es gibt einen Gott, sagt Paulus, und er hat Kraft. Und wenn wir in der Natur ein bisschen genauer nachforschen und einen Blick dafür entwickeln, dann stellen wir fest, dass es in dieser Natur sehr viel Schönheit gibt. Unglaubliche Schönheit. Kreativität. Individualität. Das alles weist darauf hin, was hier in 1. Johannes 4, Vers 8 steht. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und dieser Satz ist ein Schlüssel für unsere Eingangsfrage. Warum hält sich Gott verborgen? Warum zeigt er sich nicht einfach und präsentiert sich als der starke Mann, auf den alle warten und den viele andere so imitieren? Warum hält er sich so zurück? Das liegt genau an diesem so viel zitierten und so selten verstandenen Satz. Gott ist tatsächlich Liebe. Und das heißt Folgendes. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Der Gott, der so nahe bei uns ist, obwohl die meisten Menschen ihn gar nicht richtig kennen, der ist deswegen so bescheiden, weil es ihm zuallererst gar nicht um sich selbst geht. Und es fällt uns so schwer zu verstehen, weil in unserem eigenen Denken das eigene Ich, der Egoismus, so stark ist. Jemand, der lieber an andere denkt als an sich selbst? Was ist es, was diesen Gott antreibt? Was ist auf seiner Agenda ganz oben? Was ist ihm das Allerwichtigste? Interessanterweise haben wir dazu einen sehr schönen Ausspruch in der Bibel. Das steht ganz unten in Jeremia 32, dass er etwas tut mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Seele. Wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, weiß, diese Phrase gibt es öfter. Die beschreibt meistens, dass Menschen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele lieben sollen. Aber hier geht es um Gott selbst, der sagt, ich will etwas tun mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele. Mit anderen Worten, das ist es, worauf ich alles fokussiere. Das möchte ich gerne tun. Was ist das? Er sagt hier, ich will nicht von ihnen ablassen, ihnen wohlzutun. Und dann heißt es weiter hier in Vers 41, damit ich mich über sie freuen kann, ihnen wohlzutun. Was ist Gottes größter Wunsch in dieser Krise? Er möchte, dass es uns gut geht. Er möchte, dass es dir, lieber Freund, liebe Freundin, gut geht. Er möchte eine gute Nachricht sagen. Einer der wichtigsten Verse im Leben von Jesus war Jesaja 61. Dort heißt es, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Ganz egal, welche Nachrichten wir anschauen. Ob es die absolut offiziellsten Mainstream-Medien sind, die es gibt, oder die absolut ausgefreaktesten alternativen Medien. Im Wesentlichen geben sie alle schlechte Nachrichten. Vielleicht übereinander, aber es sind immer schlechte Nachrichten, die einen deprimieren, vielleicht panisch werden lassen. Jesus brachte gute Nachrichten. Sehnst du dich nach guten Nachrichten? Jesus war dort am Jordan. Die meisten Menschen erkannten ihn nicht. Sie sahen nicht, dass das Gute direkt vor ihren Augen war. Sie suchten nach Wahrheit und nach Rettung, aber konnten nicht glauben, dass das Gute sich so bescheiden und so einfach zeigt. Könnte es sein, dass heute viele Menschen nach Wahrheit suchen, die verschiedensten Medien durchforschen, aber nicht glauben wollen, dass das Gute so nahe ist, einfacher zu finden, als sie sich das vorstellen. Jesus war
der gesalbt, der wurde dort am Jordan mit dem Heiligen Geist gesalbt. Und es heißt in der Apostelgeschichte 10, wie Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt war und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte. Er tat Gutes und er sprach Gutes. Er sagt, ich habe Gerechtigkeit als frohe Botschaft verkündigt. Deine Gerechtigkeit verbarg ich nicht in meinem Herzen. Er konnte nicht anders, als Gutes zu sagen. Warum? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Wenn Jesus heute hier leben würde, in der Zeit der Corona-Krise, er würde nicht ständig negative Nachrichten weiterleiten auf WhatsApp. Ganz bestimmt nicht. Er würde nicht einstimmen in den Chor derjenigen, die alles nur schlecht sehen. Er würde Gutes sagen, Hoffnung vermitteln, positive Ideen versuchen, den Menschen weiterzugeben und beizubringen. Das heißt in Matthäus 4, und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Haus. Manchmal gab es Zeiten, da ging sogar das Dach kaputt, wenn man Jesus im Haus hatte, weil die Menschen mit ihren kranken Menschen zu ihm kamen. Jesus würde sich mit Sicherheit in vielen Fällen Corona-Infizierten annehmen. Das können wir mit Sicherheit sagen. Er hat mehr Zeit mit Heilen verbracht im Neuen Testament als mit Predigen. Und das zeigt etwas, wie pragmatisch, wie praktisch und wie hilfeorientiert eigentlich Jesus gewesen ist. In dieser Situation, als ein Mann durch das Dach gebracht worden ist, weil er nicht laufen konnte, finden wir diesen interessanten Bericht. Und Jesus und siehe, da brachten sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Achtung, gut aufpassen, zuhören. Deine Sünden sind dir vergeben. Die Leute waren etwas irritiert, was er da sagt. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Die Heilung, die körperliche Heilung des Menschen, war eine Illustration für etwas sehr viel Wichtigeres. Jesus hatte gesagt, damit ihr erkennt, dass er Sünden vergeben kann, deswegen hat er Menschen geheilt. Denn Jesus kam wegen dem Virus, nicht wegen dem Coronavirus, sondern Jesus kam, weil er ein sehr viel größeres Problem gesehen hatte. Als Jesus sich bescheiden zurückhielt, dann nicht, weil ihm die Sorgen und Nöte der Menschen egal waren, nicht, weil es ihm egal war, was politisch los war. Nein, er kam, weil er etwas Wichtiges, eine viel schlimmere Problematik sah, ein Virus, das den Coronavirus bei weitem in den Schatten stellt. Ein Virus, das im Gegensatz zum Coronavirus, wo die Sterblichkeitsrate immer noch debattiert wird, eine Sterblichkeitsrate von 100% hat. Wer diesen Virus hat, wird daran sterben. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und so wie das Coronavirus irgendwann mal von einem Menschen, von einem Tier auf einen Menschen kam und dann sich verbreitet hat, exponentiell, so sagt die Bibel, dass der Virus der Sünde durch einen Menschen in die Welt kam und sich in dieser Welt exponentiell verbreitet hat. Wir sind in dieser Welt ein Hotspot. Das Risikogebiet schlechthin des Sündenvirus. Die ganze Erde ist verführt, die ganze Erde ist infiziert. Es gibt keinen sicheren Ort mehr vor der Sünde. Und Sünde hat dramatische Konsequenzen. Wer Corona hat, der hat meistens einen milden Verlauf oder vielleicht sogar einen asymptomatischen Verlauf. Einige, die schwer krank sind, haben später vielleicht Probleme mit ihren Lungen. Wer mit der Sünde infiziert ist, hat immer dramatische Einschränkungen seines Lebens. Jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Vielleicht realisieren wir das nicht immer gleich sofort. Aber ich denke, jeder von uns kennt Gedanken, die er nicht mehr los wird. Gewohnheiten, die er eigentlich mal abstreifen will, die ihn aber verfolgen wie eine Klette. Wo er plötzlich merkt, ich bin zu schwach, hier gibt es Dinge, die haben mich im Griff. Das ist Sünde. Jesus war gekommen, um
gegen diesen Virus das einzige Heilmittel zu bringen, das es gab. Die Impfung, die wirklich hilft und die von ihm kommt. Wenn euch nun der Sohn freimachen wird, so seid ihr wirklich frei. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Deswegen sprach Jesus über das Reich Gottes und über die Sünde. Deswegen, als die Menschen an der Bergpredigt hofften, er würde jetzt endlich die Römer attackieren, schwieg Jesus zu den politischen Fragen, weil er ein größeres Problem sah. Das Problem der Sünde. In Johannes 16 und dort Vers 27 wollte er ihnen deutlich machen, dass der Vater selbst sie lieb hat. In Matthäus 6 und dort Vers 31 sagt er ihnen deswegen, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Er ermutigte die Menschen, darauf zu vertrauen, dass es jemanden gibt, der für sie sorgt, der sie lieb hat. Ich weiß nicht genau, was dein persönliches Bild von Gott ist, wie du dir Gott vorstellst. Aber Jesus sagt uns, Gott Vater im Himmel hat mich und dich lieb. Wir haben ja gesehen, Gott ist die Liebe. Aber Liebe ist eine besondere Pflanze. Liebe ist eine Pflanze, die auf einem besonderen Boden wächst. Ich weiß nicht, wer von uns einen Garten hat. Meine Frau hat einen Garten. Die ist ganz wunderbar im Gärtnern. Ich habe eher die Fähigkeit, das Geerntete dann zu essen. Das ist mein Part. Für manche Pflanzen, für manche Anbauten braucht man besonderen, speziellen Boden. Die Pflanze der Liebe braucht einen ganz besonderen Boden, den Boden der Freiheit. Und so wird ein Gott der Liebe, der Gott der Liebe, jedem Menschen, jedem Geschöpf Freiheit geben. Echte Freiheit. Freiheit zu wählen. Freiheit zu beobachten. Freiheit selbst nachzudenken und selbst ein Urteil zu wählen. Weil Gott dich liebt, schenkt er dir echte Freiheit zu entscheiden, ob du ihm folgen möchtest oder nicht. Und Gott ist übrigens nicht nur alle paar Wochen so. Das heißt in Malachi 3, Vers 6, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Für alle, die jetzt in der Schweiz zuschauen und vielleicht auch in Österreich, ihr habt eine besonders gute Illustration in den Bergen, die so felsenfest dort stehen und sich nie verändern, die immer an demselben Ort stehen. Eine gute Illustration für den Charakter Gottes, bei dem keine Veränderung, noch ein Schatten in Folge von Wechsel ist. Gott ist immer derselbe. Er ist die Liebe und das immer. Und wenn etwas immer gleich ist, unter allen Umständen, egal was passiert, dann spricht man auch von einem Gesetz. Wir kennen vielleicht das Gesetz der Gravitation, oder? Das Gesetz der Gravitation beschreibt die Gravitation, egal wie die äußeren Umstände auf dieser Welt sind. Etwas, was fällt, fällt immer nach unten. Das ist das Gesetz der Gravitation. So gibt es auch ein Gesetz Gottes. Gott ist die Liebe und er ist es immer unter allen Umständen. Man nennt das das Gesetz und weil die Liebe auf dem Boden der Freiheit wächst, wird es auch genannt das Gesetz der Freiheit. Daraus folgt, wenn Gott immer die Liebe ist und Liebe bedeutet nicht zuerst an sich selbst zu denken, sondern an andere, daraus folgt, dass er dann eigentlich immer zuerst an mich denkt als an sich. Dass er also immer mein Bestes sich wünscht. Viele Menschen können sich vorstellen, dass es einen Gott gibt, der möglicherweise irgendwie gut ist. Aber ein Gott, der immer das Beste für mich will? Wir haben ja gesehen, das ist in seinem Herzen, uns wohl zu tun, uns etwas Gutes zu tun. Jesus kam, um Gutes zu sagen, Gutes zu tun. Das war sozusagen sein Leitmotiv, sein Motto in seinem Leben. Aber es gibt eine Sache, die Gott nicht tun kann. Er kann uns nicht zwingen zu akzeptieren, dass er immer der Beste für uns sein möchte. Es gibt eine Sache, die bleibt bei uns, nämlich, ob wir ihm das glauben oder nicht. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt.
Und Habakuk sagt, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Hier ist ein Gott. Jesus hat ihn offenbart. Die Bibel spricht von ihm, der uns viel näher ist, als wir denken, und der das absolut Beste für uns will, aber es nicht tun kann, weil wir ihm oft nicht glauben. Nicht glauben, dass er uns so nah ist, nicht glauben, dass es so einfach sein könnte, weil wir einfach in unseren eingefahrenen Traditionen stecken bleiben und nicht tasten. Jeder, der ihm vertraut und glaubt, kann erleben, dass Gott Großes für ihn tun kann. Was passiert, wenn wir ihm nicht glauben? Wenn wir ihm nicht vertrauen? Die Bibel sagt, alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Der Virus, der eigentliche Virus, der uns wirklich kaputt macht, und zwar nicht nur uns körperlich, sondern unsere ganze Gesellschaft, unsere Kultur, unsere Menschheit, und das seit Jahrtausenden, der entstand dadurch, dass man angefangen hat, Gott nicht zu glauben, dass er das Beste für uns will. Das ist die DNA dieses Viruses. Diese Sünde, dieser Virus bewirkt also die Gesetzlosigkeit, denn das Gesetz Gottes besagt ja, er ist die Liebe und er ist es immer, ganz genau. Und wenn man das bezweifelt, dass Gott so gesetzmäßig gut für mich ist, dann fängt der Virus an zu wirken. Kein körperlicher Virus, aber ein Virus, der unser Denken befällt und der uns gefangen macht. Gefangen in uns selbst. Sprüche sagt, den Gottlosen nehmen seine eigenen Missetaten gefangen. Und von den Stricken seiner Sünde wird er festgehalten. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt an diesem Punkt die Frage, ja, wusste Gott, dass dieser Virus kommt? Wusste er, dass das so entstehen würde? Kennt Gott die Zukunft? In Jesaja 45 und dort Vers 11 lesen wir, so spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer. Wegen der Zukunft befragt mich. Gott sagt, ich kenne die Zukunft. Er sagt, oder wer hat es von Anfang her angekündigt? War ich es nicht, der Herr? Er sagt auch, ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Jesus hat auch die Corona-Krise gesehen. Als er einmal mit seinen Jüngern zusammen war und sie ihn fragten, was sind die Dinge, die uns zeigen, dass irgendwann die Welt untergeht, und wir werden noch ein bisschen darüber sprechen, auch im Laufe dieser Serie, da sagte ihn in Matthäus 24, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere heben und ein Königreich gegen das andere, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen, dies alles ist der Anfang der Wehen. Er sprach von Epidemien, er sprach von Seuchen, er wusste, dass das kommen würde. Er hat auch unsere Krise gesehen. Und wenn Jesus die Krisen dieser Welt gesehen hat und auch die Epidemien und die Pandemien, dann hat Gott auch die Sünde kommen sehen. Dann hat Gott gewusst, dass irgendwann in diesem weiten Universum irgendjemand auf die Idee kommen würde, an ihm zu zweifeln. Jemand, der vollkommen gewesen ist und doch anfangen würde, ohne Grund sich zu fragen, ob Gott wirklich das Beste für ihn will, und anfing, diesen Virus zu entwickeln. Ich habe eine Frage an dich, lieber Freund, liebe Freundin. Wenn du wüsstest, dass ein Mensch dir in der Zukunft schaden wird, nehmen wir an, du kommst auf eine neue Arbeitsstelle, bist ganz neu dort und du hast, nehmen wir an, in unserem Gedankenspiel, du hast die Gabe, die Zukunft zu kennen. Und du weißt, dass dieser Kollege dort in der Zukunft irgendwann einmal dich völlig ruinieren wird, finanziell deine Familie kaputt machen wird. Wie würdest du ihn behandeln, wenn du das wüsstest? Was würdest du ihm sagen? Wie würdest du mit ihm umgehen, wenn du wüsstest, dieser Mensch wird irgendwann sich gegen mich wenden? Hier ist, wie Gott mit diesem Wesen umgegangen ist. So spricht Gott der Herr. O du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. In Eden im Garten Gottes warst du, mit allerlei Edelstein. Er machte ihn am allerschönsten, am allerbesten und brachte ihn am allernächsten zu sich. Du warst ein Gesalbter,
schützender Cherub. Ja, ich hatte dich dazu eingesetzt. Das ist ein Begriff für jemanden, der ganz nah am Thron Gottes ist. Jemand, der in der engsten Gegenwart Gottes gewesen ist. Ein Engel, ein Cherub, der so nah bei ihm ist, dass er wie ein schützender Cherub, fast könnte man sagen, vielleicht wie eine Art Bodyguard, direkt am Thron Gottes war. Es gab niemanden, der so weise und so klug war wie er. Niemand konnte Gott so gut verstehen wie er. Ich stelle mir mal vor, wenn Gott im Himmel irgendwas erklärt hat über das Universum und dann die Engel gefragt haben, also sag mal nochmal genau, wie hast du das gemeint? Dass dann dieser Engel gesagt hat, ich weiß genau, ich habe es verstanden, sofort. Wie nennen wir solche Menschen? Oder in unserem eigenen Leben, die uns so gut verstehen können? Sind das nicht unsere besten Freunde? Er machte seinen zukünftigen Feind zu seinem besten Freund. Das sagt uns etwas über Jesus, über den Vater, über Gott. Er machte ihn zu seinem allerbesten Freund. Und er weint und klagt darüber, dass dieser den Virus angefangen hat. Er weint darüber. Ich weiß nicht, wie du dir vorstellst, wie Gott im Himmel ist, aber wenn Gott im Himmel über das Böse in dieser Welt spricht, dann weint er. Der Thron im Himmel ist voller Tränen. Vers 14 lesen wir, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Hier steht im Lateinischen der Begriff Luzifer, der dann später zu Satan wurde. Was war das Problem? Was war dieser Virus? Was war die DNA dieses Viruses? Hier können wir es sehen, Jesaja 14. Und doch hattest du in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Man sieht es sofort. Das Problem war ich. Hinauf, hinauf, hinauf. Das genaue Gegenteil von der Liebe, die nicht das ihre sucht. Manche Menschen sagen, wenn sie einen Corona-Test gemacht haben, dass dieser Test sehr unangenehm ist. Hier haben wir den Virustest für die Sünde. Wann immer in unserem Leben der Gedanke kommt, ich zuerst, ich, Ellbogen raus, ich muss auf mein Recht pochen, dann schlägt der Test an. Wir sind sündenpositiv und das ist äußerst negativ. Und die Wahrheit ist, wir alle sind von diesem Virus infiziert worden. Diese beiden Prinzipien, Selbsterhöhung und für den anderen Dasein, die kann man nicht mixen. Da gibt es keinen Kompromiss. Das führt zum Konflikt. Diese beiden Dinge kann man nicht zusammenbringen. Sie sind sich direkt diametral einander entgegengesetzt. Es kam zum Kampf im Himmel. Morgen werden wir sehr viel mehr über diesen Kampf hören. Wir werden versuchen, besser zu verstehen, wie es dazu gekommen ist. Für heute soll es uns reichen zu sehen, dass Jesus auf dieser Welt einen echten Kampf gegen ein Virus gekämpft hat. Gegen den Virus der Sünde, der unser Leben zerstört und das Leben von anderen Menschen. Gegen Ende seines Lebens waren die Menschen total begeistert von Jesus. Er hatte so viele Menschen geheilt, hatte so tolle Worte gesprochen, so viel Wunderschönes gesagt. Und als er nach Jerusalem, die Hauptstadt, hineinkam, da haben sie ihn begrüßt mit Palmen und haben gerufen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und sie wollten ihm stolz zeigen, wie toll ihre Hauptstadt ist. Sie haben vom Ölberg ihm den Tempel gezeigt, der schon damals ein Meilenstein war in der Architektur. Wenn es damals Reiseführer gegeben hätte, dann wäre für das Römische Reich der Tempel in Jerusalem eine der Top 10 Sightseeings gewesen. Der Tempel war der ganze Stolz der Juden. Und als sie ihm diesen Tempel zeigten,
lesen wir die erschütternden Worte, und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie. Wenn Jesus heute kommen würde und er würde ihm zeigen, wie toll wir die Pandemie im Griff haben, er würde weinen. Und wenn wir ihm zeigen, was wir alles an spektakulären Dingen herausgefunden haben über die Regierung und über das, was hinter den Kulissen passiert, dann würde er weinen. Ganz egal, wo wir uns politisch verorten würden, links, rechts, oben, unten. Ganz egal, wie wir uns epidemiologisch einklassifizieren, wie wir zum Coronavirus stehen, er würde weinen. Er würde weinen über dich und mich. Wegen der Sünde. Dass wir so viel Zeit und Energie in Themen stecken, die uns nicht retten werden, aber das eine, was unser Herz wirklich kaputt macht, das eine, was unser Leben mehr kaputt macht und die Gesellschaft mehr kaputt macht als alles andere, das ignorieren wir. Obwohl die Lösung so nah ist. Jesus war ihnen so nah, aber sie erkannten ihn nicht. Sie wussten, dass er da ist. Sie kannten seinen Namen. Sie wussten, dass er gelebt hatte. Sie sahen ihn ja, aber sie wussten nicht, dass er ihnen helfen kann. Wie viele Menschen kennen heute den Namen Jesus, wissen, dass er gelebt hat, glauben, er war ein guter Mensch, aber wissen nicht, wie viel er ihnen helfen kann mit ihren Problemen im Hier und Jetzt. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Aber Jesus hat sich selbst davon nicht irritieren lassen. Er war ja nicht gekommen, um sich selbst zu präsentieren. Auch wenn ihn so gut wie niemand erkannte, niemand sah, was er tun könnte, ging er trotzdem voran. Auf diesen Hügel, Golgatha genannt. Und dort starb er am Kreuz. Wir werden in den nächsten Folgen noch mehr auch darüber sprechen. Aber in Römer 5 heißt es, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er ist gestorben zu einem Zeitpunkt, als wir noch nicht nach ihm gesucht haben. Er ist für dich gestorben, selbst wenn du noch nie nach ihm gesucht hast. Und wenn du heute Abend beginnst, mal zu tasten, dann verspreche ich dir, das weiß ich aus eigener Erfahrung, auf die ein oder andere Art und Weise, denn er ist sehr individuell mit jedem anders, wird er sich dir offenbaren. Diese Welt ist im Chaos. Diese Welt hat viele Fragen, aber diese Welt kann die Lösung erkennen. Denn für die gesamte Welt ist Jesus gestorben. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Unsere Welt, schrecklich wie sie ist, mit all den Problemen, die wir sehen, Gott liebt sie. So wie er den Luzifer im Himmel geliebt hat und geweint hat, als der ihn nicht mehr haben wollte. Und so wie Jesus die Menschen hier auf dieser Erde geliebt hat und geweint hat, als sie nicht gesehen haben, was er ihnen helfen könnte, so liebt Gott dich, wo du heute jetzt hier zuschaust. Egal, ob du ihn annehmen wirst oder nicht, er liebt dich. Der Strahl von ihm zu dir, der Strahl der Liebe, der wird dich treffen. Es bleibt bei dir. Und du bist völlig frei, das zu erwidern oder nicht. Zum Abschluss. Eine letzte kleine Geschichte. Eines Tages kam ein Mann mit Aussatz zu Jesus. Aussatz war damals so eine Krankheit, die symbolhaft für die Sünde stand, weil die war so ansteckend. Und sie hat den Menschen so deformiert. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Vielleicht gibt es heute jemanden, der zuschaut, der feststellt, ich habe mit diesem Virus zu kämpfen. Vielleicht gibt es heute jemanden, der sagt, ich müsste eigentlich Reinigung bekommen. Ich möchte eigentlich Gewohnheiten loswerden. Da gibt es Dinge, mit denen kämpfe ich, die werde ich nicht los. Wenn das dein Wunsch ist und du dich fragst, ob Gott dir helfen will, dann lass dir gesagt sein. Jesus will. So steht es im nächsten Vers. Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er
von seinem Aussatz rein. Jesus will dich kennenlernen. Auch wenn er so bescheiden ist, wenn du nach ihm tastest, hat er das größte Interesse auf dieser Welt, sich dir zu offenbaren. Und das kannst du nur ausprobieren. Die Bibel verrät uns in Jeremia 29, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Es ist heute dein Wunsch, lieber Freund, liebe Freundin, so wie die Menschen, diese zwei, die damals am Jordan standen und gesagt haben, wir wollen diesen Jesus mal ausprobieren. Vielleicht gibt es heute einige, die zuschauen, die nicht damit zufrieden sind, einfach nur etwas zu hören und dann zu beurteilen, sondern die wirklich selbst Jesus kennenlernen möchten. Selbst tasten, ihn mal persönlich kennenlernen, zu ihm beten, ihn fragen, Herr, gibt es dich wirklich? Kannst du mir helfen? Bist du für mich gestorben? Kannst du meine Probleme lösen? Ich wünsche mir so sehr, dass du, lieber Freund, liebe Freundin, diese Erfahrung machst, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ich habe nach ihm getastet und ich weiß aus eigener Erfahrung, er hat mir geholfen. Er hilft mir immer wieder, jeden Tag. Er ist da. Ich möchte euch ein Büchlein empfehlen, bevor wir jetzt diesen Abend gleich beschließen und noch ein oder zwei Fragen vielleicht beantworten. Ich möchte euch ein Büchlein empfehlen mit dem Titel Der rettende Weg. Ihr könnt das auf der Homepage der Seite www.bibel-prophetie.ch euch kostenlos anfordern. Ein Buch, das habe ich schon, ich weiß nicht oft, wie oft ich das schon durchgelesen habe, immer und immer wieder. Es präsentiert auf eine ganz einfache, praktische Art und Weise, wie man Jesus kennenlernen kann. Bevor wir diesen Abend schließen, möchte ich dich fragen, lieber Freund, liebe Freundin, möchtest du Jesus persönlich ein bisschen besser kennenlernen? Den Blick einmal wegwenden von all den Problemen dieser Welt zu dem, der sich für deine Probleme interessiert und dir gerne helfen möchte. Wenn das dein Wunsch ist, dann lass es uns auch wissen. Schreib es uns in den Chat. Schreib uns eine Nachricht, eine E-Mail und lass uns wissen, was vielleicht auch deine Gebetsanliegen sind, wo wir vielleicht helfen können. Aber triff diese Entscheidung, Jesus mal kennenlernen zu wollen. Ich würde gerne mit euch noch gerne ein Abschlussgebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du mit deinem Heiligen Geist zu uns gesprochen hast und dass jeder einzelne von uns dich kennenlernen kann. Bitte offenbare dich du uns nach deiner Verheißung. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.